AfD-Landtagsfraktion erteile ich Herrn Abgeordneten Luzecker das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kollegen. Herr Kollege Kurz, falls Sie sich beide Anträge, sowohl den der CDU und SPD als auch unseren, angeschaut haben, werden Sie festgestellt haben, die sind identisch. Ihr habt lediglich einen Absatz hinzugefügt, der ein Lob für die Bemühungen der Landesregierung enthält. Darauf werde ich später noch eingehen. Uns hier vorzuwerfen, ja, Interessenslosigkeit, also das finde ich völlig absurd und weise das zurück. Zumal, was man auch betonen muss, ist, sehen Sie auch an der Nummer der Drucksache, unser Antrag einen Tag früher eingegangen als Ihrer. So, vor 4 Wochen herrschte unter den Fraktionen breite Übereinstimmung, dass es diesem Hause gut zu Gesicht stehen würde, wenn der Landtag eine gemeinsame Resolution verabschieden würde, um den Beschäftigten der Neue Halberg-Guss und ihren Familien in der Sorge um ihren Arbeitsplatz ein klares Signal der Solidarität und Unterstützung zu geben. Die AfD-Fraktion hat den gemeinsam erarbeiteten und abgestimmten Text der Resolution vorbehaltlos unterstützt und mitgetragen. Die Begründung, warum der Tagesordnungspunkt damals nicht behandelt wurde, ist Ihnen allen bekannt. Erst viel später sickerte durch, dass es die Vorbehalte der Linksfraktion waren, gegen eine gemeinsame von allen Fraktionen, eben auch von der AfD, eingebrachten Antrag waren, die das angedachte starke Signal zum Scheitern verurteilte. Wir haben nicht das geringste Verständnis dafür, dass in einer Situation, die keinerlei Spielraum für parteipolitisches Gezänk lässt, die Fraktion der Linken im Landtag rein ideologisch motiviert eine gemeinsame Resolution platzen lässt. Mittlerweile ist einiges passiert. Und Herr Kollege Kurz, dass wir natürlich nicht auf dem aktuellsten Stand der Informationen aus dem Ministerium sind, ist doch vollkommen normal. Der Staatssekretär Barke oder auch die Ministerin hatte ja noch gar keine Gelegenheit im Innenausschuss, sich dazu zu äußern, beziehungsweise im Wirtschaftsausschuss. Ja, ja, das war aber vor Beginn der Verhandlungen. So. In Ihrem Antrag stellen Sie noch auf Leipzig ab. Das, ja, natürlich. Mittlerweile völlig überholt, das Sachverhalten. Gut, also mittlerweile ist einiges passiert und es scheint eben klar, dass der Standort Leipzig bis Ende 2019 geschlossen werden soll. Dies ist Berichten unter anderem der Leipziger Volkszeitung und von SZ und SR aus der letzten Woche zu entnehmen, wobei die Zahlen abweichen. Ich beziehe mich auf die Zahlen der Leipziger Volkszeitung. Betroffen sind 660 Beschäftigte in Leipzig und möglicherweise auch 300 hier bei uns in Saarbrücken, wie das Unternehmen nach den Angaben des Leipziger IG Metall-Vorsitzenden Krupa mitteilte. Angesichts dieser besorgniserregenden Entwicklung, die Verunsicherung und Zukunftsangst der Beschäftigten weiter befeuern muss, ist es für uns vollkommen unverständlich, dass hier in den letzten Tagen auch wieder politische Spielchen getrieben werden und dieses Hohe Haus nicht in der Lage ist, sich auf einen gemeinsamen Antrag zu einigen, dann ist das ein Armutszeugnis. Auch wenn wir wissen, dass ein Beschluss des Landtages wenig Einfluss auf den Fortgang der Verhandlungen zwischen den beiden Unternehmen haben wird, so ist es die noble Verpflichtung des Landtages, über Parteigrenzen hinweg eben nicht über Formulierungen zu streiten oder Maximalforderungen beharrlich einzufordern, sondern gemeinsam ein Signal der Solidarität und des Mitfühlens an die Beschäftigten, die um ihre Arbeitsplätze bangen, zu richten. Deshalb hat die AfD-Fraktion auch in ihrem Antrag den gemeinsam abgestimmten Text der für den 16. Mai vorgesehenen Resolution übernommen. Wir haben registriert, dass auch der Antrag von CDU und SPD-Fraktion sich inhaltlich eng an den gemeinsamen Entwurf hält. Und die AfD-Fraktion begrüßt auch ausdrücklich das Bemühen der Landesregierung, die Verhandlungen zwischen den Unternehmen zu begleiten und zu moderieren, um im Interesse der Beschäftigten eine tragfähige Einigung möglich zu machen. Was den Antrag der Linken betrifft, ist auch hier eine enge Anlehnung an den gemeinsamen Text ersichtlich.
Umso mehr bleibt unverständlich, wieso eine vom Landtagspräsidenten vorgetragene Resolution gekippt werden musste. Der letzte Absatz Ihres Antrages bezüglich Beteiligung der Beschäftigten des Landes, Stiftungslösung und so weiter, ist selbstverständlich durchaus einer Debatte hier wert. Aber nicht zwangsläufig heute, wobei unsere Position nicht in allen Punkten kompatibel wäre. Denn es macht aus unserer Sicht überhaupt keinen Sinn, in der jetzigen Situation der Verhandlungen von dieser Stelle aus in irgendeiner Form sich wertend zu einem der verhandelnden Unternehmen zu äußern. Der Grund, warum wir dem Antrag der Linken nicht zustimmen werden, ist die von Ihnen provozierte Spaltung dieses Hauses an einer Stelle, wo alle betroffenen Beschäftigten, die um ihre Existenz bangen, zu Recht Einigkeit unter den Volksvertretern erwarten. Das ist auch der Grund, warum wir trotz der meiner Ansicht nach völlig ungerechtfertigten Aussagen gegenüber unserer Fraktion des Kollegen Kurz, warum wir trotzdem dem Antrag von CDU und SPD zustimmen werden, weil das aus unserer Sicht die einzigste Möglichkeit ist, hier einen möglichst breiten Konsens in diesem Hause in der Frage zu erreichen. Vielen Dank. Lieber Kollege Speicher, lieber Kollege Kurz, noch einmal. Unsere Anträge, der von Ihnen und der von uns, unterscheiden sich exakt in einem Absatz, der von Ihnen hinzugefügt wurde. Zu Recht, habe ich vorhin gesagt, habe auch betont, dass mir bewusst natürlich, um hier diesen abgestimmten Text, der unter allen Fraktionen abgestimmt war, als Basis einer gemeinsamen Resolution zu finden. Der Unterschied, wo Sie mir vorwerfen, wir werden 4 Wochen hinter dran, besteht aus einem Absatz, der zu Recht das Ministerium lobt, in der Rolle, die das Ministerium spielt bei den Verhandlungen zwischen der Prevent-Gruppe und VW. So viel nochmal zur Aufklärung.